vor dem NBL All-Star Game muss natürlich auch ein Blick gerichtet werden auf die bisher gelaufene reguläre Saison. Drum, jetzt ist zwar ein freies Wochenende, aber vorher und auch nachher wird es für euch in den Clubs wieder richtig losgehen. Drum, gebt uns kurz einen Einblick drauf. Wie ist es bisher für euch gelaufen und was steht bei euch innerhalb der einzelnen Clubs noch bis zum Ende der regulären Saison an? Das ist gut für uns, für die Niners Academy Chemnitz. Es ist bis jetzt relativ zufriedenstellend gelaufen. Wir sind aktuell auf dem 5. Platz. Wir hatten uns zwar teamintern so ein bisschen die Playoffs als Ziel gesetzt, sind da jetzt aktuell, ich glaube, 2 Siege weg von dem 4-platzierten München Nord. Man muss ganz einfach sagen, dass uns da sicherlich ein bisschen die nötige Inside-Präsenz fehlt, um dann mit den ersten 4 Teams, Güßbach, Bayern München, Ulm und München Nord, die da einfach deutlich stärker besetzt sind als wir, mitzuhalten. Aber mit dem 5. Platz hätten wir uns auch verbessert im Vergleich zum Vorjahr, hätten uns die theoretisch erstmal bestmögliche Ausgangsposition für die Playdowns gesichert. Und von daher sind wir eigentlich erstmal ganz zufrieden. Wie sieht es in Trier aus? Trier ist wie jedes Jahr eine sehr schwierige Saison. Aber ich denke mal, wir sind mit Wildcard ausgestattet und bis jetzt haben wir 2 Siege, was das für unsere Verhältnisse sehr gut ist. Wir haben sehr viele, 3 Spiele, sehr knappe Spiele verloren in Verlängerung, aus dem Grund, dass die Jungs eigentlich nicht an sich geglaubt haben. Und ich glaube, dass das diese Nominierung für mich, für Oster, Trainer, eigentlich den Jungs einen Push gegeben hat. Wir haben mal 2 Spiele gewonnen und wir sind eigentlich mit unserem Saisonverlauf sehr zufrieden bis jetzt. Ich habe schon gesagt, Nominierung halt für den All-Star Day. Viele haben Pause, ihr müsst heute richtig schuften. Dementsprechend, mit was für einem Gefühl, mit was für Erwartungen geht man in so ein All-Star Game rein? Ich lasse mich mal überraschen, es ist ja meine erste Teilnahme jetzt aktiv an so einer Maßnahme. Ich habe mich natürlich schon sehr gefreut und will das einfach genießen. Wir sind ja jetzt nicht alltäglich in so einer Situation, auch vor so einer Kulisse coachen zu dürfen. Und einfach genießen und ein bisschen gespannt bin ich und hoffe, dass die Jungs sich gut präsentieren. Ja, wir werden probieren, jedem Spieler da seinen Fokus zu geben und hoffen natürlich, dass wir die Serie halten können. Inwiefern ist das auch immer eine Möglichkeit zu gucken, wie stark ist die Konkurrenz oder was sind das für Jungs, die tatsächlich bei der Konkurrenz rumlaufen, gerade was die Teams aus dem Norden betrifft, die man ja sonst eher selten sieht, wenn man aus der Südhälfte kommt? Ich denke, für mich persönlich ist das jetzt kein Geheimnis, oder was die Jungs im Norden machen oder im Süden, weil ich kenne die ja fast alle Spieler, weil ich bin sehr da tief rein im Geschäft und alle Jungs kennen sie, glaube ich, von der Nationalmannschaft. Und wie bei ihm ist die erste Nominierung für mich sehr überraschend, muss ich ehrlich sagen, weil diese Trainernominierung hat mich sehr überrascht. Nicht persönlich, aber letztendlich glaube ich, dass meine Kollegen meine Arbeit schätzen, was sie in Trier machen. Wie gesagt, ich glaube, bis jetzt hat der Norden nur einmal gewonnen, wenn ich richtig informiert bin. Und das wollen wir eigentlich so behalten. Dann ist natürlich die Bonusfrage oder die abschließende Frage, was muss der Süden heute machen oder wo liegen die Vorteile des Südens, um die Bilanz weiter auszubauen? Essen, bis der Arzt kommt. Unangenehm sein, nicklig spielen, verteidigen ohne Ende und schnell nach vorne. Perfekt. Besten Dank.